Willkommen zurück, Battle Chasers Night War. Wir befinden uns immer noch im Dungeon und das Loch, wie man hier unschwer erkennen kann. Wir haben uns jetzt ein bisschen durchgekämpft. Versuchen jetzt weiter uns hier durchzukämpfen. Und ich glaube, es wird uns auch gelingen. So, von unten sind wir gekommen. Also gibt es nur die Wege hier außen, also nach draußen und nach drinnen. Hier gibt es verschiedene Wege. Hier haben wir ja so einen größeren gekillt. Hier gehen wir hier hoch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durch. Gucken, wo wir landen. Oh. Ah, okay. Von Schützen, wenn wir so machen. Mal kurz heilen. So. Mal hier hoch. So, was machen wir jetzt hier? Sehr gut. Okay, jetzt sind wir hier dran. Mal gucken, was diese können. Ah, entflammt ist natürlich scheiße. Also müssen wir labilen Bombenwerfer als erstes killen, damit wir hier auch ein bisschen So, wir hatten hier am meisten verloren. Geht eigentlich, ne? Wir machen mal nochmal Lauffeuer, so. Muss gleich gehen. So, Spinne ist weg. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja, der Loot hier ist nicht so großartig jetzt gerade. Macht aber auch nicht viel. Oh, ein Tagebuch. Ein Blatt aus einem zerrissenen Abenteuer-Tagebuch. Die Gruselgeschichten aus dieser verlassenen Mine. Achso, können von einer so mächtigen Reliquie, dass nur die Rechtschaffenden sie in ihrer Heiligkeit betrachten können. Den Carminacus. Alle Unreinen erwarten ein Schicksal schlimmer als der Tod. Der Legende nach kamen alle Menschen, die diese Mine auf der Suche nach Reichtum und Macht nach Mana betraten, als Ungeheuer wieder zurück. Entstellt auf unaussprechliche Weise und bar jeder Menschlichkeit. Das macht die Habgier aus den Menschen. Doch die Geschichten erwähnen nicht den letzten Besitzer der Reliquie, welche die Macht hat, die Welt von so viel Bösen zu befreien. Den Menschen, der diese Macht hatte, bevor er von jedem verschlungen wurde, die er Freund und Bruder nannte. Allein werde ich diese Reliquie suchen und mein Volk aus der Finsternis befreien, die den Geist der Menschen versklavt oder bei dem Versuch sterben. Okay. Hier ist eine Kiste. Ah, ich mag keine Kisten mehr öffnen, ne? Okay. Nichts Schlimmes drin, aber die letzte Kiste habe ich angegriffen. Das war ein bisschen blöd. Weiß man ja nie, ne? Muss man ja alles mal. Kann ja immer Pech haben. Wo ist denn hier hin? Hat man nichts rum. Komm, machen wir die ganzen Sachen an hier. So ein bisschen, wenn es ein bisschen aufhält hier, ist ja auch nicht schlecht. Noch ein bisschen betäubt. Dann können wir die Lederschwinge mal zermalmen. Hier! Oh, ein kleiner Stoß! Oh, du kriegst noch ein bisschen was von uns. So, was machst du jetzt? Gar nichts. Okay, aber es kann ein bisschen mehr ausweichen. Machen wir mal nicht. Nee.
Ist auch ein harter Schlag von ihnen, ne? Der hat auch nicht Wumms dahinter. Und der Calibretto. Dann ist die Absicht, das zu drücken, das ist bestimmt. Betäubt. Ah, okay, leider aufgehoben. Macht aber nichts. Oh, ein Crit. Er hat mich gerettet, sonst hätte er nochmal zuschlagen können. Was uns natürlich egal ist, ne? Aber hätte er sein können. So. Wieder nicht so viel mitbekommen, das macht aber nichts. Mal hier runter. Au. Ein Berserker. Schön, ziehen wir es durch. Lammform. Angriffsstelle. Eieiei, haut doch mal rein. Er wird immer stärker, desto mehr wir ihn treffen. Also wir müssen ihn jetzt mal gleich eliminieren. Totaler Fehler gerade, wie ich sehe. Aber vielleicht kriegen wir jetzt ja klein mit dem ihr hier. Oh, oh, oh. Jetzt hat er ordentlich Power, wenn er uns trifft. Shit. Okay. Gefällplätzen. Super! So, irgendwas muss es doch hier geben, wenn das so gut bewacht wurde. Ah, da gibt's ja nicht. Schade, ich dachte, man könnte mal irgendwas lesen hier oder so. Aber nö. Ja, die Dungeons werden immer größer, wie man merkt. Auch cool ist. Oh, hier. Okay, dieses Labyrinth von einer Mine ist sowohl beängstigend als auch verwehrend. So viele Klippen und Gabelungen in den Kavernen. Ich gehe nach oben, nach oben, nach unten, nach unten, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts und kreuz und quer und verliere die Orientierung. Ich wäre längst wahnsinnig ohne meinen Vorsatz. Aber ich muss diese Reliquie finden, es gibt so viel Böses auf der Welt. Ich kann ein unglaublich großer Held werden. Ich darf mich jetzt nicht verzetteln, aber ich höre Dinge, Wasserrauschen, auch andere Geräusche. Als wäre ich nicht allein, quietschen, ein Kratzen. Und obwohl ich weiß, dass das unmöglich ist, schreie. In der Ferne, hin und wieder. Diese Mine ist seit Jahrzehnten verlassen, oder nicht? Ich weiß, dass ich allein bin. Und ich werde Erfolg haben. Alle anderen ducken sich vor dem Grauen in der Welt. Sie sind nicht stark. Wenn ich die Reliquie finde, werde ich uns aus dem Würgegriff der Tyrannei befreien. Ich muss weiter, tiefer, näher zum Wasser. Für mein Volk. Da geht's raus. Aber bevor wir rausgehen, gehen wir noch einmal hier hoch. Hier waren wir ja schon. So Quatsch. Das, wir haben hier alles durch soweit, ne? Hier geht's ja nicht irgendwo anders hin, oder?
runter geht's noch. Guck mal, hätten wir das mal übersehen. Was natürlich nichts bringt. Hier ist leider nicht weiter. Na gut. Okay, dann geht's hier weiter. Hier wieder raus. Dann nehmen wir die Gabelung hier nach oben. Haben wir schon? Habe mir den Knöchel verdreht, weiß nicht, wie ich es nach draußen schaffen soll, aber mir fällt immer etwas ein. Die anderen haben mich zurückgelassen. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Immerhin hat Billy seine Feldflasche gegeben, als die anderen nicht hingesehen haben, der gute Junge. Vielleicht war es sogar gut so. Wenn ich bedenke, wie Miles uns gesehen hat, keine Ahnung, was er im Schilde führt, aber bestimmt nichts Gutes. In meinem ganzen Leben habe ich noch keinen Vormann weniger vertraut. Ich wünschte, ich könnte schlafen, aber ich höre immer nur diese Klingen um mich herum wirbeln. Wir haben sie nicht kommen sehen. So ist das. Okay. Und gehen wir nach unten? Oder nach oben? Ein kleines Spinnchen. So. Unreine Riesenhöhlenspinne. Tja, wir haben es geschafft. Schade. Nun gut. Die Gewalt macht mir auch keinen Spaß. Aber wir machen es auch anders. Leben wieder. Das musstest du doch auch bekommen, hier fast. Nicht schlecht. Gar nicht so schlecht gekämpft. Ich muss auf die Mana-Sachen achten. Die kann ich zwischendurch auch auffüllen. Obwohl, das brauche ich bei Gully wahrscheinlich nicht machen. Die wird eh nach oben gehen. Und Monika auch. Calibretto müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Der Gute könnte gut einen kleinen Mana-Schluck vertragen. Allerdings noch nicht jetzt. Obwohl, warte mal. Vielleicht machen wir es trotzdem mal. Ja. So, holen wir uns oben die Kiste nochmal. Was steht hier? Das sind menschliche Knochen. Sie haben Bissspuren. Diese kleinen sind, um von Leisolat zu stammen. Sie sind aber zu groß für ein Nagetier. Okay. Ah, guck mal, ein paar Sachen gefunden. Also, wir haben. Buch von Garrison. Ein Buch des Wissens, was speziell darauf ausgerichtet ist. Okay, müssen wir für Garrison aufbewahren. Kriegen wir hin. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sind ja eigentlich unser guter Libretto bekommen. Das hier haut ja nur die Angriffsstärke runter. Oh, perfekt so. Okay, dann greifen wir nochmal an hier.
Ja, müssen den wahrscheinlich trotzdem töten. Ich will alles leer haben hier. Okay, ein paar mächtige Angriffe und dann müsste das nicht gehen. Und gibt die ganze Gruppe 119? Trifft alle Feinde für ihn. Ja, das ist keine Superkraft für ihn hier. Läutern, brauche ich. Nee. Okay, probieren wir mal. Alter. Okay. Ach shit. Egal. Okay. War nicht so geplant, aber soll's. So, Gully ist aufgestiegen, schon mal ganz gut. Amos Mantel erschlossen. Woher, was das ist? Kampf. Es gibt zwei Wege. Diesen hier, wo Schleim drin ist. Und zwei Monster. Und erstmal hier rein, wo ich noch keinen Gegner sehe, gerade im ersten Moment. Wenn natürlich Gegner kommen. Aber. Warte mal. Wo ist mal das Fledermausflügel? Passt der? Oh, Trinke? Was passiert denn da? Was ist das? Warte mal. Was ist das denn da? Nee, wer war das? Gully war das denn noch, welche bekommen hat? Nein, wir müssen noch kurz zu Gully gehen. Mal sehen, was er jetzt hat für neue Kampffähigkeiten. Aramus Mantel, was ist das denn? Platziert ein Schild um Gully, der 119 Abzüge. In den nächsten drei Zügen wird Gully jedes Mal, wenn sie Schaden erleidet, geheilt und erhält 11 Gesundheit zurück. Okay. 11 Gesundheit ist natürlich nicht sehr viel. Aber besser als nichts. Ich muss noch mal kurz reinhören. Was hat er denn hier für? Feuer ein Schuss aus Feinden Schaden. Ah, okay, das ist natürlich nicht schlecht. Essen wir mal. Das ist ein riesen Skelett. Weil das bewegt, das passiert gar nichts. Okay, also mit dem Schalter passiert gerade gar nichts. Irgendwas muss das ja nochmal gut sein, müssen wir mal testen. Was genau, weiß ich eigentlich auch nicht. Hat man damit die Fallen ausgestellt vielleicht? Man weiß es nicht. Lassen wir ihn doch mal da so liegen und gehen in den nächsten Raum rein. Oh, erst zum Heilen. Ich hoffe, ich hab die erwischt. Weiß ich nicht. Nee, hab ich nicht. Schade. Na gut, da müssen ein paar größere Dinger hier unter erwarten. So, Stärke für 3 und die Eile, ja. Dann holen wir die Feuerbombe, testen wir mal. Und hier. So, betäuben wir die erstmal. Damit wir uns nicht nerven. Im Kampf. Ach.
Freunde zusammen. Und da. Das hätten wir noch erwischt. Aber dann machen wir es so. Altmodische Art. Der Manika auch aufgestiegen sein. Oder? Yes. Oh, Vorteil Riposte 2 erschlossen. Vorteil Kamenstahl 2. Vorteil vergiftete Waffen. Vorteil Dungeon Talent Expert erschlossen. Ah. So, bevor jetzt. Warte mal, wir werden einmal ganz kurz reingehen und schauen. Und zwar bei Manika. Vorteile. 3 Punkte haben wir, aber wir haben ja unten RIP. Der Schaden geht natürlich höher. Ist die Gen-Konta aktiv, vermindert sich die Erholungszeit nach dem Wirken von RIP um 50%. Und das ist natürlich ganz geil. Chemiestab benutzen wir schon sehr viel. So. Perfekt. Aber hier ist nichts weiter. Schade. Oder hier. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wir haben überhaupt nichts, hat uns ja überhaupt nichts gebracht. Im Schalter konnten wir nur die Fallen entschärfen da. Nun gut. Geklärt und gehen wir in den nächsten Raum. Schade. Wäre natürlich cooler gewesen. Was soll's. Ja, ist ein großer Dungeon. Ich hoffe, das stört nicht, dass das Ding in so viele Teile unterteilt wird. Aber was soll man machen? Ist ja nun mal so. So, wenn jetzt da ist, müssen wir nach links raus hier irgendwo. Wo ist die Kiste? Da waren wir noch gar nicht, ne? Dann machen wir mal die Kiste da hinten. So, diese Monsterkiste, das kann natürlich sein. Diesmal sind wir gewappnet und werden sie kaputt machen. Ich bin mir ganz sicher. Wenn sie ist, da gibt sie ja schon. Okay. Normale. Ein angeschmutterter Knochenring. Was ist der denn? Ausdauer wenig, dafür. Oh, warte mal, der ist ja gar nicht mal so verkehrt für. Golly! Oh. Hier geht's rein. Hier sind wir geradeaus wieder rüber. Eieiei, das ist eine Falle, okay. Müssen wir vielleicht mal den Schutz anmachen. Dürfte ihn nicht interessieren, ne? So, da kann ich die Tür noch von der anderen Seite öffnen wahrscheinlich. Ja, nicht nur wahrscheinlich, sondern logisch. Oh! Was ist denn hier? Ah, ein paar Ärzte wahrscheinlich, ne? Wir müssen jetzt durch. Ah! Von mir da reinzurennen. Ah! Schildern. Uiuiui. Ui. Muss schon ein bisschen aufpassen hier, ne? Okay, hier ist eine kleine Abkürzung, würde ich sagen, wenn man hier aufmacht. Nicht schlecht. Dass wir die Dungeon-Karte noch nicht gefunden haben.
Die wird uns jetzt außerordentlich weiterhelfen. Hey, jetzt wieder tief runter. Ich kann nicht auf. Was ist das? Ein unheilvoll aussehender Altar steht vor euch. Eine Inschrift lautet: Das Gefäß des Krieges erinnert sich an die Herrlichkeit der Schlacht. Ein leeres Gefäß steht am Fuß des Altars. Was nun? Wir nehmen das Gefäß. Einmal Gefäß des glorreichen Krieges. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Mal gucken. Tiefen Loch gefunden. Bürste nach Macht, okay. Da ist die Dungeon-Karte. Super. So, jetzt können wir ein bisschen mehr sehen. Wir sehen, jetzt haben wir noch einiges vor uns. Aber für heute ist erstmal Schluss. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.